Da ist ein bisschen abwarten. Die Aussicht genießen. Hey, glaubt ihr denn wirklich, Kuya hält Wort? Hey, glaubt ihr denn, ja, jetzt gleich nochmal Déjà-vu. Hey, sag doch was. Die Fragerei kannst du dir sparen. Außer auf unsere Befehle reagieren die auf nichts. Ihr zwei Verdammten. Kaum ist Branne tot, schon tanzt ihr nach Kuyas Pfeife. Der glaubt wohl, sich alles herausnehmen zu können. Außerdem weiß ich gar nicht, was er damit andeuten will. Und überhaupt solltest du dich weniger aufmüpfig zeigen. Sonst können wir nicht für das Leben deiner Freunde garantieren, ihr miesen Kleinen. Diese Schwarzmagier sind ohnehin nichts weiter als schlichte Werkzeuge geschaffen, um im Krieg zu kämpfen. Die schwarzen Tenöre, die als eine Art Spezialwaffe geschaffen wurden, hatten jedoch ein ausgeprägteres Ich. Die Kreaturen hier aber sind kaum zu etwas anderem fähig, als blind ihren Befehlen zu gehorchen. Außerdem werden sie nur mit einer begrenzten Lebensspanne versehen, sodass sie einfach aufhören zu funktionieren, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Außer für den Einsatz im Krieg sind sie für nichts zu gebrauchen. Und trotzdem, obwohl sie nur einfache Werkzeuge sind, scheinen sie irgendwie am Leben zu hängen. Wie amüsant, letzten Endes ist ein Werkzeug aber doch nichts weiter als ein Werkzeug. Nicht, dass man von euch beiden groß was anderes behaupten könne. Was war das gerade eben? Diese Frechheit ist unentschuldbar. Ihr behauptet zwar, die Schwarzmagier hätten keine Seele, aber so etwas wie eine klare eigene Persönlichkeit kann ich bei euch beiden auch nicht gerade erkennen. Na, ist doch so, oder? Deine Dreistigkeit werden dir schon bald vergehen. Das wirst du bereuen, aufs Äußerste bereuen. Wie auch immer, bevor wir landen, haue ich mich noch einmal aufs Ohr. Und immer schön vorsichtig fliegen, alles klar? Tja, mit der Antwort habt ihr nicht gerechnet, ne? Aber wir hören jetzt auf jeden Fall öfters das Thema von Kuya. Ist schön entspannt. Oh, scheint, dass wir gleich da sind. Vergessener Kontinent. Jo, sind schon da. So. Da unten ist Earl Wade Teil da. Wohin willst du denn, frage ich. Unsere Reise geht nach Süden. Ich lasse dich erst wieder rein, wenn du deinen Auftrag erfüllt hast, aber damit du da draußen nicht krepierst, verkaufe ich dir gerne ein paar nützliche Sachen. Ja, die Eye-Portions können wir gebrauchen. So, dann gehen wir mal los. Da die Gegner hier sehr viel stärker sind. Ja, die sind schon härter als der Jausepriester. Ja. Okay, bei denen wahrscheinlich jetzt nicht so, aber... Nö. Pavel. Okay. Hm.
merkwürdige Name. Da haben wir jetzt 0. Jo, wir haben zum allerersten Mal 0. Wir haben kein Geld mehr. 0. Niente. Gut, kann uns nichts mehr geklaut werden. Jedenfalls das Gehalt kann uns nicht geklaut werden. So. Kann ein bisschen dauern, bis wir da sind. Ah, der Katzbierwurst ist das. Ne, Katzbierwurst, ja. Genau. Wird schon, ist schon richtig. Aber wir hauen jetzt vor allem ab. Nö, ich will mir jetzt die Zeit hier nicht verschwenden, sagen wir es mal so. Ach, jetzt angemerkt, wir haben uns gar nicht geheilt. Ne, wir sind gar nicht geheilt worden. Gibt's aber gar nicht. Frechheit, sowas. Oh, Horstmann. Scheiß Gegner. Volles Rohr. So, wir sind gleich da. Scheint, dass ich richtig gegangen bin. Ja, es hat ein bisschen gedauert immer. Als ich zum ersten Mal hier war, es hat schon gedauert. Und ich habe mich mit jedem der Gegner hier angelegt. Hat sich nicht gelohnt. Oh, der Adamant-Timer ist hier. Mistviech, das kann Erdbeben. Irgendwie fühle ich mich gerade ganz, ganz unsicher. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir, wenn wir uns jetzt nicht geheilt hätten, irgendwie ein Kampf kommt, der uns sofort One-Hit-Down gebracht hätte. Manchmal hat man so ein Gefühl einfach. Das kann ja bei diesen relativ stärken Gegner passieren. Ich glaube, die haben so um die 10.000 KP, die Leute hier. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir da jetzt nicht zu 100% sicher. Ach Mensch. Heute wollte ich es aber auch wirklich bis auf den letzten Millimeter ausreizen, einen Kampf zu geben. Ne? Aber auch wirklich auf den letzten Millimeter.
Ich werde trotzdem nicht gegen euch kämpfen. Nie und nimmer. Und da sind wir Erwert oder so. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ist richtig nervig. Nee. Tja, was für ein Zufall, dass du einen Bock kriegst. Es ist sehr selten, dass hier mal jemand vorbeikommt, aber wenn du schon mal hier bist, dann nimm bitte diesen Brief mit. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist das Thema hier aus, ja, das eine Nachspielung des Themen von, ja, Final Fantasy 9. Also in der Lupe brauche ich momentan nichts. Götterspeise ist gut. Holzauge ist mir relativ schnuppe. Dafür brauchen wir Herz aus Stein. Götterspeise und Level Up. Götterspeise und Götterspeise. Das brauche ich nicht. Apotheke. Ja. Warum eigentlich nicht? Kann nützlich sein. Natürlich, Kämpfchen. Immer schön aufs Maul halten. Aber hier tauchen jetzt die Jausepriester gerne auf. Und die gehen eigentlich als Gegner. Hier können wir nämlich noch Zauber anwenden. Wenn wir später drin sind, können wir gar nichts mehr machen. Aber ich empfehle, der Typ drin gibt eindeutig mehr EP. Deutlich mehr EP, deswegen da müsst ihr, bei dem müsst ihr schon mindestens ein, zwei Stunden mit Leveln verbringen. Das bringt euch ziemlich viel weit und ja, sichert euch schon mal ziemlich sichert euch schon mal was für die Zukunft in diesem Spiel. Cool, Shell gelernt. Ach ja, und da unten war ja auch noch ein Mugshop, der bietet ja, Sachen an, die wir auch noch gebrauchen können. Aktuelle Ausrüstung etc. und so. Da, die Tür ist verschlossen. Ist das der Eingang? Sesam, öffne dich. So ein fettes Tor, wie sollen wir das bloß aufkriegen? Schon offen. Nun, ich denke, das dürfen wir ruhig als eine Aufforderung einzutreten missverstehen. Na, dann wollen wir mal frei nach dem Motto, tritt ein, bring Glück herein. Naja. So, da ist eine Schatztruhe. Ein Morgenschein.
glaube, das ist ein Item zum Werfen. Schatztruhe und Elixier. Und das ist unser erster Gegner. Na, ist es unser Freund? Jo. Da ist er. Der beste Freund wirklich zum Trainieren. Das einzig Gefährliche an seinen Attacken ist eigentlich nur Stein. Sonst setzt er nichts ein und halt jetzt den Doppelgänger. So, da ist Freya zum Beispiel. Genau deswegen dürfen wir halt nicht... Deswegen durften halt nicht alle da sein, weil der Kollege hier setzt gerne der Epitaph setzt gerne so welche Attacken ein. Das macht er dreimal. Ich habe jetzt großartig nichts zu sagen. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich die ganze Zeit nur abwarten und kämpfen. So, jetzt können wir die ganze Zeit gegen den Epitaph an sich zu kämpfen. Der macht nämlich jetzt gar nichts mehr. Bis auf Zauberstein. Deswegen habe ich jetzt allen gerade Götterspeise eingelegt, weil er uns damit Stein one-hitten könnte. Ja, das wäre ärgerlich. Klar, mit stärkeren Charakteren hätten wir ihn jetzt schneller down bekommen. Ah, da haben wir es. Lili kann sich nicht konzentrieren. Ja, das passiert eigentlich so. Alle drei Runden kann sie normal angreifen. Ansonsten nicht. So, und da seht ihr es. Die XP-Anzahl. 7434. Das ist heftig. Na? Und nach dem Motto, und wie viel Kohle wir bekommen? 6000. Deswegen, man kann hier Kohle scheffeln, wirklich, nach dem Motto, ey. So, hier machen wir die Lampe an. Hat jetzt keinen großen, doch, hat glaube ich einen großen Sinn. Mussten wir aktivieren, damit die Mechanismen hier funktionieren. Ja, aber so nach dem Motto geht das. Wir gehen jetzt rechts in den Raum rein. Mein Stitzkin. Ja, nehmen wir doch alles mit. Emerald. Cool. Wofür ist der Emerald der? Ich gerne mal wissen. Ja, wir haben sehr, sehr viele Items. Halt die MP, wir haben normales nicht benutzbar, kann aber das jetzt herausgeht. Tragen werden. Ja, ich meine, der könnten wir irgendwas machen. Ja, guck! Emeralds kann man gleich mal Hast MP plus 10% und Schneedrache lernen. Ja. Und bei dem Anmol einen Brief überreichen. Ja. Danke für den Brief von Mimosa. In letzter Zeit hat mir Mokremilian keine Briefe vorbeigebracht.
Mir war schon ganz einsam zumute, ich lese ihn gleich. Von mir, Mutter, das... In letzter Zeit kommen ja gar keine Briefe mehr an, Kubo, warum denn nur? Sag mal, Moel, willst du nicht mal schnell zur Mognetz-Zentrale gehen und dich beschweren, Kubo? Mir reicht's nämlich mittlerweile. Ah, ich will Mimosa nicht verärgern, sonst regt er sich wieder so auf, aber wenn ich nur wüsste, wo die Zentrale ist. Ja, die haben da momentan ein Problem. Wie gesagt, das ist eine Sidequest einfach nur, aber ich werde hier wirklich keine Sidequests machen. So, wir speichern jetzt hier erstmal und ich würde erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Trainingssession und ja, ich werde jetzt erstmal trainieren. Das alles offscreen, weil das könnte doch ein bisschen dürftig für euch sein, immer wieder gegen die gleichen Kämpfe. Ich wollte euch einfach nur den Gegner zeigen und kurz die eine oder andere Sache schon mal erledigen. So, aber jetzt beenden wir erstmal den Part hier und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 9 wieder, wenn wir stärker geworden sind. Aber nicht nur ein bisschen, sondern schon derbe stärker. So, das war's von mir. Bis